the good old Luca ruins. Reminds me of our last run-in with Bizarre. They said he hasn't been caught. What's he up to now, I wonder? I don't want to wonder about Bizarre any more than necessary. Let's just proceed with caution. I guess we just go the way we did last time, right? Yes. The Undertemple should be further along our usual route. Looks like this'll carry me where I need to go. Ja, hi, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Visions of Mana. Wir sind auf dem Weg zum Wasserbändebedrova. Und ja, es wurde jetzt schon zum zweiten Mal Mr. Hamsterbacke erwähnt. Der gute Passar. Ich hoffe, er hat hier keinen Auftritt. Ich mag ihn nicht. Aber erstmal müssen wir unseren Bellevedova finden. What's his deal? He was a militant magistrate who managed to make his escape before he was brought to justice. He's basically the worst person ever who did lots and lots of terrible things. Bad guy. Got it. I figured that part out for myself. Ja, Schleier Glück erkennt noch nicht. Jeepers, where are these monsters coming from? Oh, great. Not again. Again? When were you going to share with the class, Val? The Benevedon's presence has made these monsters more vicious than our last venture, but not enough to stop us. This shouldn't take long. Ja, hier kriegen wir schon hin. Wir kommen auch langsam in den Bereich, in dem ich overpowered werde. Aber es liegt daran, weil man die Bände Vedova alle zeitgleich herausfordern kann. Und dann bei den ersten waren wir noch ja auf einem Niveau. Beim zweiten schon ein bisschen drüber. Und jetzt sind wir definitiv overlevelt, wenn man hier die Stufen vergleicht. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich zwischen den Folgen immer so Stuff mache, den ich ausgelassen habe zum Nachholen. Hier diese ganzen Kisten und Elementarite. Und ich habe auch schon 4 dieser Ruinen gemacht, wo diese Level 50 Mobs sind. Und ja, wenn man die besiegt, hagelt es ordentlich Erfahrungspunkte. Aber es lohnt sich halt. Da gibt es halt geile Ausrüstung drin. Famina hat zum Beispiel in der Ruine, die hierbei in der Nähe ist, eine neue Sense bekommen. Und die ist mal einfach 20 Magie und ich glaube 18 physisch stärker als das, was sie zu dem Zeitpunkt haben kann. Das ist schon krass. Hallo, wie viele kommen hier? Okay, die sind von der Stufe her zwar ein bisschen unter uns, aber die Menge macht es mit. So, und Karina hat jetzt auch einen geilen Zauber. Sie kann nämlich wiederbeleben. Weil mir Palmina ziemlich oft verreckt, ist das eigentlich ganz gut. Deswegen habe ich das auch Karina gegeben und nicht Palmina. Was, sie ist schon wieder tot? Was passiert? Karina, möchtest du mir erzählen, warum du sie nicht wiederbelebst, wenn ich es drücke? Du bist beschäftigt. Ja, ich sehe es. Okay, sie sind zwar deutlich in Level unter mir, aber die nerven. So, und da Karina irgendwie beschäftigt ist und Familie nicht aufheilen möchte, mache ich das mal. So. Remind me to find another way down next time. Thanks for the heads up about the monster swarms, by the way. Real helpful. Sorry, I forgot. Don't be mad. Aw, was Widow Jouet frightened of the monster?
I apologize if you were scared of the sudden onslaught. Scared? More like surprised. Anyway, let's go. Was hier los? Achso. Aber noch sehe ich den neuen Tempel nicht. Ah, hier gibt es wahrscheinlich gleich noch einen Durchgang. Weil letztes Mal, als wir hier waren, war da ja Endstation. Ja, das scheint irgendwie ein Durchgang zu sein. Der vorher nicht da war. Oh, Undine ist auch da. You all made it. That's great. Undine. We were informed that the Benevedon of Water inhabits these lower levels of the ruins. Are you all right? As you can see, I'm right as rain. This place is my favorite in all of PDL. So peaceful, usually. But Gandoom has been causing quite a ruckus in these parts lately. And now, I hear that the waters of Illistana have dried up. Honestly, make sure you give that monster a good talking to. My powers aren't what they used to be, so I can't help much, but I'm with you in spirit. We will do whatever we can. That is why we have come. Peaceful is that. Undine's got a nap. Was gibt's denn hier so alles? 4 Elementarite und 5 Schätze. Okay, ungefähr so groß wie der Mondabschnitt also. Und unsere Feuermoves, die müssten besonders hier gut sein. Müssten ja alles Wasserviecher sein, die gegen Feuer anfällig sind. Oh, das wird gegen den Benevedova dann auch gut sein. So, wie komme ich da oben drauf? Von da vielleicht. This was our victory. Na, bitte aufmachen. Ein Abendkleid für Palina. Das wird bestimmt das Teil sein, was es in jeder dieser Abschnitte gibt, was ein bisschen besser ist als das, was man käuflich erwerben kann. Jupp, so ist es. It's sort of like we're inside water, huh? Weird. It's an ancient undertemple. It was bound so. To be strange somehow. So komme ich hier oben hin. Das ist doch 100% eine Mimik. It could have been used as a place to pray or train. We can certainly explore to find. Aber das ist vielleicht keine. Let me see. Is this? Oh, das ist stark. MP plus 20%. Mimik. Natürlich Mimik. Das hat man schon von Weitem gesehen, was das ist. Oh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ach komm, hört doch mal auf mit dieser Scheiße! Lass mich hier raus! Ich will auch nicht fliehen. Ich will euch kaputt hauen. Und hört auf, mich in Schneemänner zu verwandeln. So, aber hier sind Krüge, da kann ich mich ein bisschen regenerieren. So. Da ist noch ein Elementarit.
hab 2-2 jetzt, ne? Hä? What? Ach so, der ist nur... Das war kein Inventarit, das war was für Frosters Fähigkeit. Froster sei schon. Undine. Seht ihr, was ihr damit anrichtet, dass ihr euch die Namen anders ausgedacht habt? Ich komme immer durcheinander. Das ist aber nur, um ein bisschen Sachen zu holen. Okay, wir gehen einfach den Hauptweg weiter. Das kann ich auch off-cam machen. Das muss ich keine Videozeit mit verballern. Und wie ich ein paar Honige einsammle. So, in Dungeon-Bereichen bin ich jetzt mittlerweile auch so, dass ich alles einsammeln möchte, wenn ich es finde. Weil wir jetzt ja alle Geister haben. Also auf World Map und so dieses Honig, das... Ja, ist jetzt nicht so wichtig, sag ich mal. So, hier wird es schon wieder ein bisschen weitläufiger. Da hinten ist auf jeden Fall zum Einsammeln. You said that people used to come pray at the Luca ruins, right? Wasserstände ändern. Senke und hebe den Wasserstand mit Hilfe der Kraft von Dienst für Jule. Auf diese Weise kannst du versteckte Schätze freilegen oder Hindernisse im Wasser versenken, die dir den Weg versperren. Okay. Indeed. There are many texts that suggest just such a spot. Ach so, deswegen kommst du hinten an der Kiste wahrscheinlich nicht ran, ne? So, was passiert jetzt? Der Wasserpegel erhöht sich. So, jetzt kommst du an die Kiste da hinten ran. Let me see. Is this? Ah, war jetzt nicht so wichtig. Ah, ich finde das toll, dass die ganzen Fähigkeiten, die man quasi erst noch nicht so häufig, also einmal quasi oder vielleicht zweimal ins Spiel in Einsatz finden, bei den Benevedofern dann nochmal richtig abgefragt werden. Das ist cool gemacht. Haben die ein bisschen mehr Relevanz. So, hier haben wir eine Mana-Ader. Da kommt der Boss, der vor dem Benevedofer noch kommt. Das sieht auf jeden Fall so aus. Komme ich darauf? Ja. Wieso geht das nicht? Ja, wahrscheinlich muss ich erst den Boss machen. Was haben wir denn da? Ein Hai... Mischung Krakenvieh? Hydra. Okay. Den sollte ja Feuer nicht schmecken. Deswegen, boom! Ja, solange die Feuerräder da ist, bin ich ein bisschen overpowered. Hoppala, daneben. Ja, der hat keine Chance. Auch wenn sie ihn wieder so ein bisschen in die Luft platzieren, damit man ihn nicht so gut treffen kann. Das ist pure Absicht. Oh ja, zum Schluss dreht er jetzt nochmal auf. Boom!
Hey! Ah, er ist, glaube ich, benommen. Erledigt. So, komme ich jetzt da hinten ran? You're right. There was that time on the prim too. It was squiddy, right? I have never seen a more squiddish squid. Ah, Moment, da ist gleich ein Weg. There's something strange about this butterfly. Something wrong, Palomina? You look handsome. Oh dear, do I look lost in thought? Forgive me, I am fine. See? A brother like sister. She's trying too hard, too. For your sake. You're mine! So, gib mir den Kristall. Hallo, gib mir den. So. Jetzt müsste ich doch von hier aus irgendwie da hinkommen. Das sieht doch so aus. Es sind überall unsichtbare Wände. Aber wie soll man dann da rankommen? Dass ich hier nicht langlaufen kann, ist mir schon klar, aber... Sonst könntest du ja den Boss skippen, aber... Wie sollst du den blauen Punkt erreichen? Vielleicht von weiter hinten? Oder man muss vielleicht irgendwo wieder das Wasser hochmachen? Das könnte natürlich auch sein. Gucken wir mal. Ich würde sagen, hier muss irgendwo auch das Wasser zum Hochmachen gehen, weil ich muss bestimmt da oben irgendwie drauf. Ist hier noch einer über? Ist da oben. Ja, das machen meine Girlies. Das ist einer, der den Wasserpegel hochmacht, ne? Nein, er macht ihn runter. It feels like every time I see Niccolo, he's got a pep talk ready. Father has always been an optimist. I wish more of that had rubbed off on me. I believe optimism is difficult to have on purpose, unfortunately. Looks like this will carry me where I need to go. Also, ich komme da jetzt hin. Grizzly! Taking this? Ich habe bloß damit gerechnet, dass der Wasserstand hoch statt runter geht, aber solange das Ergebnis passt, ist es mir egal. Eine Waffe für Julay. Magie geht runter, Angriff geht hoch. Na komm, passt. Für ihn. Ach so. I understand. Es geht jetzt da unten durch und nicht... Und nicht da oben lang. Kann ich hier absaufen oder? Ich lasse mich auch einfach fallen. Nee, passiert nichts. Der Honig. So, deutet das auch ein bisschen an. This spot is more spacious than the others. Have we reached the furthest depths? Looks kind of suspicious. What do you think, Val? Yeah, I think we should be careful from here on out. Ja, und hier muss auch noch irgendwie was sein. Da ist was einge... zeichnet auf der Karte. Aber es wird oben sein, ne? Grizzly! Ja, da oben ist was.
Komme ich da von hier aus hin? Got some syrup. So, was haben wir hier? Kelch der Tugend. Für wen war das nochmal? Für Karina, ne? Ne, Palmina. Aber auch okay. Jetzt hat sie 8 Plätze. Für Val könnte ich mal wieder ein paar finden. Der hat immer noch 4 Plätze, während die anderen alle 6 oder 8 haben. So, nächste Mana-Ader. Kommt schon der Benevidova? Dann wäre der Abschnitt ziemlich kurz, aber soll mir recht sein. So viel kannst du mit diesen Seifenblasen auch nicht machen und Wasserpegel steigen und so, ne? Ja, das ist eine Kampfarena. Okay, verprügeln wir ihn. Da ist er! Auch ein cooles Design. Never mind. It didn't understand me. I'll leave this to you. Okay. Ja, gegen den bin ich ja ein Elementvorteil. Auch wenn das eigentlich umgekehrt sein sollte, aber Feuer und Wasser sind halt gegenseitig aufeinander effektiv. Er hat irgendwas vor. Er tut die ganze Arena. Holy moly! Oh nein, er macht wieder die große Welle. Ja, die KI checkt das leider nicht und kriegt das volle Möhre ab. Oh, mein Ding ist wieder voll. Ja, Elementvorteil kann schon was. Hey, you. Hopefully, this is the last time we'll have to call on you for help with monsters. The Aqua Orb is no longer in Gandum's possession, so it should return to the fountain shortly. Everything will be as it was. Illistana's water will return? That is a relief indeed. Palamina, I'm lucky that you and the other Alms were here to help. I can only hope that nothing like this ever happens again. But that's my burden to bear. You were my choice for the Alm of Water, after all. I can't expect you to fix things forever. Thank you for your blessing and for your concern. The fate of Illistana is never far from my mind, I must admit. I have postponed my obligations as Alm for a time.
There are things that must be handled in order to protect Illestana and beyond. My, my. I see you've become even more responsible while you've been away. I owe it all to this arduous adventure. My comrades and I have conquered countless difficulties. I'm glad to hear it. But enough chit-chat. You have a capital to take care of. Go let everyone know we're back in business. Yes. I appreciate all of your assistance thus far, Undine. Palamina, your leadership skills are quite impressive. The capital's unrest was swiftly dealt with. I merely performed the practices that any king's proxy would. A whisper or two might have floated past my ears that the people still prefer their veteran queen to their greenhorn king. They are entitled to their opinions. However, our residents are quite aware of an alms obligations. Once Ian has been officially sworn in as ruler of the realm, there will be nary a naysayer, I have no doubt. Aww, I want to see Ian's coronation ceremony. Everybody accounted for? Wonderful. Ian is almost fully recovered, too. You may see him if you wish. I am decidedly in your debt, Niccolo. To have come to our aid with hardly any notice and fewer explanations. Your Majesty, the least I could do was help pacify the citizens in their time of need. If you ask me, what matters now is seeing to King Ian. His fur's been on end waiting for Mew since he woke up. To the palace. We have to check on Ian. Okay. Können wir das nicht irgendwie abkürzen? Schade, dass der Palast nicht als Ort angezeigt wird. Dann könnte man sich direkt dahin porten. Oh, kann ich doch. Ich hab's nicht gesehen. Ich wollte eigentlich mich gerade zum Mana-Ader hin teleportieren und dann sehe ich, Moment, da ist doch ein Palastzeichen. Just happened while I was unconscious. Thank you for your assistance with the Benevedon, and I am sorry for being unable to lend any sort of support in the end. Don't apologize, Ian. We know how hard you've been working. You needed a break. Besides, I bet even Palamina wasn't perfect when she first started ruling Illestana. You'll get there. In moments like these, rely on your allies. Everyone needs a hand sometimes. Such kind words. I thank you, but I know that I can do better. Palamina's legacy must not be sullied by my inexperience. I will ask for aid from Niccolo and the rest of the magistrates when I need it. There is still so much to learn about governance. But I know that I will be all right. Do not worry about me, Palamina. Please, continue on your pilgrimage. Ian, I have made up my mind. There is much I can yet do to help you on your path. There should be procedures in place when the capital is in peril. That is one of the many things I neglected to negotiate before I left. But more than that, I swore I would support your succession to the throne. Therefore, I swear anew that I will find a way to return to your side. But what about your duty as the Alm of Water? Remember, I made a promise in the past. I have to ensure you become the finest of kings in the future. Mina.
one should always honor their promises. I will return. There's a lot we need to do, but all of it will help you keep that promise. Yes, I will pay attention to the future, not the past. Ja, okay, dann steht vorläufig erstmal nur noch ein Benevedover fest. Der Wald Benevedover fehlt noch. Der Feuer, der soll ja storymäßig als letztes gemacht werden. Warum, bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber wir sind am Ende der Folge, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und tschüss!